Listen, these 380s, what can we do with them? Sell them? No, we can't. I am a firm believer in the ability of that aeroplane to meet the demand post-pandemic. I do not see that we will be compromised in any way. It may be accelerated or it may be a bit slower. But can I see our network being restored to its former glory? Of course I can. Why not? Why not? Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com. Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, terrain. Besondere Worte von einem besonderen Menschen. Seit 48 Jahren ist er in der Aviation-Industrie und seit 2014 ist er sogar zum Ritter geschlagen. Mit dem Titel Knight Commander of the Order of the British Empire. Und er gehört zum, das darf ich mittlerweile sagen, Freundeskreis von Andreas Späth. Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder Zeit für uns hast. Tim Clark ist der Mann, dessen Interview wir heute zerlegen werden und vielleicht ein bisschen analysieren werden. Aber erzähl mir doch als erstes, warum ist dieser Mensch so besonders und warum ist er für die Aviation-Industrie auch so wichtig? Das heutige Thema liegt mir besonders am Herzen, weil in der Tat Sir Tim Clark, würde ich mal sagen, für mich eine der größten Leuchten dieser Branche ist. Und ich kenne ihn auch schon sehr lange, ich vermute mal etwa 25 Jahre. Da war er noch gar nicht Chef von Emirates, da war er sozusagen auch schon einer der Strippenzieher. Er gehört sozusagen auch zu den Mitgründern dieser Firma. 1985 war er schon dort bei, als Emirates aus einer Boeing 727 bestand. Und ja, ich finde ihn als Mann, als Branchenfigur faszinierend. Es fängt schon an mit seiner brillanten Sprache und wie jemand, der in geschliffenem Englisch, mit geschliffenem Stil und hervorragender Sprache seine Dinge erklärt, die finde ich schon mal ohnehin faszinierend. Das ist auf Englisch noch faszinierender als auf Deutsch. Und er ist vor allem jemand, der immer weit über den eigenen Tellerrand hinausblickt. Die meisten Airline-Chefs können gerade mal bis zur Grenze ihrer eigenen Airline oder sagen wir mal bis zur Grenze ihres Heimatmarktes schauen. Und Tim Clark spricht ganz oft über ganz grundsätzliche Dinge, die nichts direkt mit Emirates zu tun haben. Was ich auch total faszinierend finde, Tim Clark ist ein Avgeek. Er hat mir mit großem Vergnügen erzählt schon mal, wie er 1971 mit seiner Freundin in Heathrow in London am Flughafen mit vielen anderen Leuten auf dem Dach eines catering Gebäudes gestanden hat, um zum allerersten Mal eine Boeing 747 landen zu sehen. Und da habe ich gewusst, ja, Tim Clark ist auch einer von uns und das ist eben auch so ein bisschen der Grund, dass wir eine besondere Verbindung haben. Ich habe jetzt auch eine Menge dieser Fotos gesehen. Da ist immer ein besonderes Leuchten, was von diesem Menschen ausgeht. Ist es Souveränität? Was ist es, was dieses Charisma von diesem Menschen ausmacht? Ich habe verstanden, dass er für dich auch eine Figur ist, der dir wahrscheinlich auch diese Branche ein bisschen besser verstehen geholfen hat. Aber was ist es als Mensch, was ihn ausmacht? Also er ist nicht jemand, der sich irgendwie in den Vordergrund spielt oder mit viel heißer Luft große Geschichten erzählt oder sich viel wichtiger nimmt, als er vielleicht wirklich ist. Oh, er ist ja wichtig, aber ich gebe also andere Beispiele und große Negativbeispiele, gerade vom Persischen Golf. Ich muss sogar mal, was sich so anbietet, einen Namen nennen, aber den gibt es da nicht mehr. Das war James Hogan, der Chef von Etihad, sozusagen dem Nachbarn von Tim Clark. Und das war, sorry to say, aber ein totales Großmaul, der mich auch öfter belogen hat, weil der also mir wirklich Unsinn erzählt hat, wo später klar war, das stimmte alles hinten und vorne nicht. Und das haben mir auch andere Kollegen erzählt, denen es genauso ging. Und da ist Tim Clark halt das völlige Gegenteil. Tim Clark ist grundehrlich, Tim Clark ist grundsolide. Tim Clark würde mich nie belügen und niemanden, glaube ich, belügen, zumindest nicht bewusst. Und er ist vor allen Dingen eben jemand, der ein unheimliches Branchenwissen hat. Er hat Liebe zu der Branche und was ich auch vor allen Dingen einen ganz wichtigen Punkt an Tim Clark finde, und der ist extrem ungewöhnlich, ich kenne wirklich viele Airline-Chefs, er ist ein absoluter Mann der Tat. Er ist sozusagen ein Hands-on-Chef. Er hat mir jetzt gerade bei unserem Gespräch, was wir heute hören, erzählt, dass er noch die neuesten Teppichmuster ausgesucht hat für die neue Premium-Economy-Kabine in der A380. Und das macht Tim Clark, Sir Tim Clark mit 71 Jahren, sucht also immer noch seine eigenen Teppichmuster aus. Tja, dann lass uns doch in das Interview hineinspringen, Andreas. Du hast einen Anruf von ihm bekommen, nachdem du, glaube ich, viele Monate versucht hast, ein Interview mit ihm zu bekommen. Und plötzlich hat er dich angerufen und gesagt, so, jetzt habe ich wieder Lust. Also das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass dein Herz höher geschlagen hat. Du hast mir dieses Interview gegeben und wir haben gesagt, okay, ich suche die schönsten Passagen dabei heraus, spiele sie dir vor und du kommentierst sie mir.
Genau, so machen wir es. Wunderbar, dann kommt jetzt der erste, der mir sehr gut gefällt. Du hast ihn zum Status gefragt, der spricht über die Menge seiner Flugzeuge. Aber die wichtigste Aussage ist dann ganz am Schluss, wenn er darüber spricht, wie viel von den bestellten Flugzeugen er noch nimmt. We've got 266 aircraft, of which 114 are 380s. Funny enough, we've got three on delivery as we speak. The one that's coming on the 20th of December, just before Christmas, is the one that has the premium economy. Inside, it's spectacular, and five more to come. But that means there were discussions at some point that you maybe would not take all the remaining 8-1s, but now you do. Now we're taking them all, yeah. Das klingt aber jetzt nicht ganz so glücklich. We take them all. Also ein glücklicher Tim Clark, könnte ich mir vorstellen, klingt mit der Stimme ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Es ist doch erstaunlich, weil 117 Flugzeuge demnächst werden sie in diesem Jahr schon haben. Und das ist einfach extrem viel. Und er braucht davon gerade quasi fast gar keine. Und er hat mir später auch nochmal gesagt, was die A380 gerade jetzt für eine Belastung ist für Emirates, weil sie eben vor allen Dingen wahnsinnige Schulden abbezahlen müssen. Sie müssen ja trotzdem diese Schulden weiter bedienen, auch wenn im Moment über 100 von den 116 Maschinen am Boden stehen und eigentlich überhaupt kein Geld verdienen können und gar nicht bewegt werden. Ich weiß nicht, ob da schon das Metall geschnitten ist, wie man so schön sagt, von den letzten Flugzeugen. Hätte er die noch abbestellen können? Also ist das quasi ein Entgegenkommen an Airbus, dass er doch seine gesamte Bestellung nimmt? Als das ja schon ursprünglich anders vertraglich geregelt worden war, aber da hatte Emirates schon auch mal eine große Bestellung getätigt und hatte im Gegenzug Airbus das Zugeständnis abverlangt und das bekommen auch, dass Airbus eben noch etwa 10 Jahre die Produktionslinie für die A380 offen hält. Das hat dann der damalige Airbus-Chef Tom Enders vor seinem Ausscheiden gesagt, das will er jetzt noch vom Tisch haben, dieses Problem A380, was einfach auch für Airbus eine Riesenbelastung war. Und dann haben sie sich eben geeinigt, auf die endgültig abzunehmende Stückzahl, und das ist eben diese 123 gewesen. Und inwieweit man daran hätte jetzt noch rütteln können, wo nur noch 8 Flugzeuge überhaupt zur Auslieferung anstehen, das war unklar, weil in der Tat, wie du auch gerade gesagt hast, ist nämlich das letzte Metall schon geschnitten. Das heißt, mir hat Tim Clark erzählt jetzt, dass die letzten Flugzeuge wohl doch erst 2022 geliefert werden. Aber Airbus hat vor einiger Zeit schon mit großem Bulgurium, da wurde der letzte Konvoi gefeiert, der eben diese riesen Lastwagen-Konvois, die durch halb Frankreich fahren, mit einem halben A380 auf Rädern in Teilen nach Toulouse gebracht werden zur Endmontage. Und das ist eben zum letzten Mal jetzt bereits passiert. Das heißt, es sind quasi alle Flugzeuge entweder bereits produziert oder sind in der Produktion. Wunderbar, dann lass uns doch schnell diese Passage auch anhören, wo er nämlich die Frage beantwortet, was er denn sonst für eine Alternative hätte. Listen, these 380s, what can we do with them? Sell them? No, we can't. I am a firm believer in the ability of that aeroplane to meet the demand post-pandemic. I do not see that we will be compromised in any way. It may be accelerated or it may be a bit slower. But can I see our network being restored to its former glory? Of course I can. Why not? Why not? Former glory, hat er damit recht? Also er nennt es sogar die Tim Clark-Doktrin, hat er mir noch erklärt später in dem Gespräch. In der Tat hat er eben, das gibt er auch zu, dass er damit den meisten Leuten widerspricht, eben mit seiner ziemlich optimistischen Haltung, was die Marktentwicklung betrifft. Man muss aber auch sagen, dass die grundsätzliche Frage eben auch war oder ist für viele, kann eigentlich so ein sogenanntes Hub-and-Spoke-Modell, also ein Drehkreuz-Flughafen-Modell, wie es eben Emirates betreibt, wo sie halt aus aller Welt Verkehr nach Dubai bringen und dort die Leute in einem großen Karussell wieder neu verteilen auf andere Flüge, um sie dann wieder in ganz andere Weltgegenden weiterzuschicken, ob das noch funktioniert nach Corona. Und Tim Clark sagt sogar, Corona wird ihn stärken mit diesem System. There aren't going to be that many competitors left with wide-bodied equipment to do what we can do, because a lot of them are getting rid of the equipment. As that happens, the hub and spoke system strengthens, not the other way around. People who tell me that the hub and spoke is fundamentally flawed by point-to-point aircraft flown by 321 Neo LRs, well, I don't think so. Sorry, I don't think so. Sprichst du ihm da nach dem Mund oder bist du da eine andere Meinung? Also ich würde sagen, ich glaube beides. Zum einen glaube ich schon, dass er recht hat und dass sicherlich das Geschäftsmodell von Emirates auch weiter funktionieren wird. Das glaube ich schon. Die Frage ist halt, auf welchem Niveau an Passagierzahlen kann er recht bald anknüpfen an Rekordjahre wie 2019 oder dauert das etliche Jahre, bis er da wieder ist. Aber ich glaube gleichzeitig
haben auch die anderen recht, die eben sagen, das ist wirklich eigentlich die Haupterkenntnis auch der Krise, dass dieses Flugzeug, der Flugzeugtyp A321 Neo-LR oder sogar XLR in Zukunft, das heißt Schmalrumpfflugzeuge, die eben wirklich auch weite Langstrecken fliegen können, dass die definitiv ein ganz wichtiges Marktsegment erobern werden. Es gibt jetzt schon ganz viele Bestellungen bei Airbus. Ich glaube, man kann sozusagen durchaus sagen, dass der Markt sich im Grunde in beide Richtungen aufteilen wird, zwischen beiden Modellen, sprich einige wenige wie Emirates werden dieses Großdrehkreuzmodell mit großen Flugzeugen machen und andere, viele andere, die meisten wahrscheinlich werden, wenn sie überhaupt noch Langstrecken fliegen, das eben mit diesen kleinen Flugzeugen machen in Zukunft. Aber das ist natürlich eine wichtige Frage, Andreas. Wenn ich also zwischen A nach B fliegen kann und nicht über ein Drehkreuz muss, dann bin ich doch als Passagier durchaus auch, jetzt kann ich natürlich nur von mir sprechen, aber schon bereit, vielleicht den einen oder anderen Euro mehr zu bezahlen, wenn ich mir quasi dieses Umsteigen ersparen kann. Warum soll also dann so ein Drehkreuz, so ein Hub-and-Spoke-Modell überhaupt dann noch funktionieren, wenn ich die Wahl habe zwischen Umsteigen oder vor allem auch zeitsparend von A nach B fliegen? Ich denke, wo dieser Flugzeugtyp A321 Neo XLR und LR vor allem zum Tragen kommt, gerade für uns Europäer, ist auf Atlantikflügen, Transatlantikflügen. Und da eben sind die Araber und Emirates überhaupt keine Alternative, weil ich fliege ja nicht von Hamburg nach Dubai, um dann von Dubai nach New York zu fliegen. Das macht keinen Sinn. Insofern auf der Strecke, in diesem wichtigsten, das ist das wichtigste Langstrecken, der wichtigste Langstreckenmarkt der Welt, Transatlantik, da wird der Gulf Carrier, wird Emirates keine Chance haben, einfach aus geografischen Gründen nicht. Und da wird dieses A321-Modell absolut zum Tragen kommen, wenn es darum geht, nach Asien zu fliegen von Europa. Dann wird natürlich eine Emirates sozusagen diesen Markt primär bedienen. Das kann ich nicht verstehen. Jetzt muss ich dann nochmal nachfragen. Wenn ich die Möglichkeit habe, sitzen zu bleiben und nicht irgendwie mitten im Schlaf aufstehen zu müssen und möglicherweise durch die Emigration zu müssen, sondern einfach wirklich mich reinzusetzen, einschlafen und wenn ich aufwache, was zum Essen bekommen und im quasi ankommenden Land zu sein, da will ich doch nicht umsteigen müssen, auch dann, wenn es ein paar Euro billiger ist. Bitte korrigiere mich. Vielleicht bin ich da ein Einzelfall. Also das ist natürlich klar, dass generell immer eine Nonstop-Verbindung angenehmer ist. Aber es hängt natürlich trotzdem auch zusammen, A, mit den Flugzeiten. Natürlich, auch wenn ich selber sowas plane, gucke ich schon, dass ich nicht, und das ist bei Emirates oft der Fall, eben morgens um 3 in Dubai 3 Stunden rumsitzen muss, bis ich dann wieder weiterfliegen kann. Das finde ich auch furchtbar, weil dann geht mir quasi am Zielort meinen Reisetag auch verloren, weil ich dann so müde bin, dass ich einfach gar nicht mehr richtig irgendwas leisten kann. Aber es gibt eben auch die Ausverbindungen, die recht angenehm sind, auch von den Zeiten her. Und Emirates hat halt sehr schöne Live-Flat-Seats und Business-Class-Abteile, die angenehm sind. Und die sind auf jeden Fall vom Produkt her besser als etwa ein Lufthansa-Produkt im Moment. Und wenn ich dann auch vielleicht einen günstigeren Preis zahle und eine Verbindung habe, die eben nicht nachts um 3, sondern meinetwegen um Mitternacht schon weitergeht, der Flug ab Dubai, das gibt es auch, da ist das durchaus konkurrenzfähig. Das hängt wirklich vom einzelnen Fall ab, von meinen Zielorten, wo ich hin will, wie lange die Reise da ohnehin dauert und eben was die Alternativen sind. Das Thema ist vor allen Dingen in Deutschland, dass wenn ich nicht in Frankfurt oder München wohne, habe ich sowieso keine Möglichkeit, nonstop zu fliegen. Und ehrlich gesagt steige ich lieber in Dubai um als in Frankfurt, weil einfach auch das vom Gefühl her, ich kann ja schon mal erstmal 6 Stunden dahin fliegen. Und wenn das in einer günstigen Zeit ist, dann macht es unter Umständen mehr Sinn, als mich hier in Frankfurt zu drängen. Also die Frage stellt sich eben auch. Und Emirates ist ja auch recht dezentral unterwegs. Die fliegen eben auch von Hamburg, von Düsseldorf und anderen Flughäfen und eben nicht nur von den großen Drehkreuzen. Also wieder Convenience und ich glaube und herzlichen Dank, du hast vielleicht den ein oder anderen für ihre persönliche Planung mal auch so eine kleine Alternative gegeben. Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilot's Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de, Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Dual Input. Du hast ihn auch gefragt, wie er über diese schweren Tage kommt. Und da hat er gesagt, dass die Passagiere, wie bei allen anderen, sehr gering geworden sind. We've got the all-freighter operation, we've got passenger operations with lots of cargo underneath. We've got all cargo operations where passengers, the seats have been removed in the economy cabin. So we fill up the bellies and cabin load a lot of stuff there. So we've basically got 3 types of 777 operating, and we're using about 4 or 5 380s. Some of those have been used for freight operations.
Okay, also es geht nicht nur um die 380er, sondern auch um die 777 Cargos. Aber wie sehr hat das Geschäft da ihm, wie soll ich sagen, den Umsatz gerettet? Es ist faszinierend, wie Emirates es hier geschafft hat, sozusagen sich der aktuellen Lage anzupassen. Und Tim Clark sagt ganz klar, unser Geschäft dieses Jahr, unsere Zahlen, unser Überleben quasi, wird gerettet durch Cargo, durch Fracht. Und das ist faszinierend, weil er sagt, in diesem Jahr sind etwa 60% seiner Gesamteinnahmen aus der Luftfracht gekommen, gegenüber einem normalen Jahr wie im letzten Jahr, wo es nur 10% waren. Auf der anderen Seite gibt er auch zu, dass in diesem Jahr, und das ist auch nicht verwunderlich, die Passagierumsätze mit Personenverkehr bei Emirates gerade mal bei 18% liegen dessen, was es im letzten Jahr war. Also da haben sie die Gewichte völlig verschoben. Aber Emirates war eben sehr geschickt, weil sie auch so eine große, sogar die weltgrößte Boeing 777-Flotte haben. Und da konnten sie relativ einfach eben die Economy-Kabinen von den Sitzen befreien und die ausbauen, die Sitze. Und jetzt werden da eben Kissen gestapelt und so kann das ganz recht effizient und eben auf beiden Decks, also im Frachtraum und auf dem Passagierhauptdeck, als Frachter dienen. The cargo is now is the one that's really propping us up, keeping us going. It's now 60%, 60. And actually last year the cargo was, hold on, 10% last year. So the bottom line on the 777 fleet is positive. Believe it or not. Believe it or not. Sie sind positiv und da gibt es auch einen kleinen Trick, den er angewandt hat. Er hat nämlich bei der Bestellung von seinen 777-Passagierflugzeugen einen kleinen Kniff angewandt. Ja, ich muss gestehen, das war auch für mich neu und das ist eben das Tolle an Tim Clark, dass er ist so ein alter Hase und er hat so viele Tricks auf Lager sozusagen in dieser Branche. Und ich bin auch immer happy, wenn ich sozusagen noch was bei ihm lernen kann. In diesem Fall habe ich gelernt, dass die 777 anscheinend mit einer speziellen Option angeboten wurde von Boeing, die aber bei weitem nicht alle Airline-Betreiber, die damit Passagierflüge betreiben, normalerweise auch angenommen und gekauft haben. Nämlich, dass hinten im unteren Frachtraum, wo auch die Passagiergepäckstücke oder die Container mit den Passagierkoffern verstaut werden, dass man da nämlich wahlweise als Airline, wenn man die 777 bestellt bei Boeing, auch eine größere Frachttür einbauen lassen kann. Many carriers didn't specify the large cargo door in the rear. So that meant that you could take large numbers of pallets in the aft hold, which ordinarily take all your passenger containers. So the ability to adapt the fleet as quickly as we did to meet the demands of the air freight and get so many things flying. You know, the crews really worked hard. Some of them had to work double sectors, you know, within the flight time limitation rules. We put on augmented crew. We found that when we went to certain countries, there were no hotels open, so they had to operate back or they deadheaded back with a new crew. So there was a huge amount of adaptation to keep the airline going and the very difficult circumstances. Das dürfte ihm gut gelungen sein, aber würdest du sagen, ist er smarter als andere, wenn man sich das so anhört? Ja, würde ich in diesem speziellen Falle definitiv das als Beweis dafür buchen, dass er smarter ist, weil er wahrscheinlich schon damals gesagt hat, wer weiß, wozu wir das mal brauchen könnten, diese Art von größerem Frachttor hinten drin. Darauf wäre wahrscheinlich keiner gekommen bisher, dass das mal nötig werden könnte, da vielleicht mal was anderes als Passagierfracht einzuladen. Denn normalerweise und bisher war es ja auch bei Emirates so, dass die 777s und auch alle anderen Flugzeuge sehr gut ausgelastet mit Passagieren waren. Aber das war eine gewisse Weitsicht, weil er hier quasi eine gewisse Flexibilität eingebaut hat schon, von der er jetzt massiv profitiert. Aber er ist auch ziemlich klar in seiner Aussage, wenn er nämlich gefragt wird, was die anderen sagen und ob man diese momentane Zeit der Krise managen kann. Basically, it's going to be a real problem for the long-haul network carriers. Business travel is never going to come back. And well, I'm sick and tired of hearing that, Andreas. And you and I know that if we go back 40 years, I've heard this about 10 times. I mean, admittedly, the pandemic is the worst thing that we've faced. But it is manageable. Some will not be able to do that. But we've got debt providers who are coming to the table with assistance, deferrals, moratoriums, whatever, because they understand that, you know, there's nothing we can do if we haven't got any income. Klingt irgendwie alles ganz logisch. Do you agree, Andreas? Ja, also ich glaube, er hat ja eben, wie gesagt, diese optimistische Sichtweise. Aber ich glaube, das ist auch berechtigt, weil in der Tat, das hat er auch später im Gespräch nochmal gesagt,
gibt es auch wirklich historische Belege dafür, dass die Luftfahrt eigentlich immer sehr stark zurückkommt bei all den bisherigen Rückschlägen, die es gab. Zum Beispiel die Finanzkrise 2008 war extrem, aber auch 9/11 oder aber auch die erste SARS-Krise in Asien primär, dieses damalige Virus, das waren ziemlich heftige Ausschläge. Die waren zwar vergleichsweise kurz und heftig und nicht jetzt so langwierig, ein Jahr oder länger eine Krise sozusagen, anhaltende Krise, wie es jetzt Corona ist. Aber ich glaube schon, und da habe ich auch in jüngster Zeit mit anderen Airline-Chefs darüber gesprochen, und ich bin insgesamt überrascht, und Tim Clark ist sicherlich der Vorreiter von all denen, aber es sind wirklich eigentlich viele, die Mehrzahl, mit denen ich spreche, die sagen, ja, sie glauben, sie sind eigentlich optimistisch, das wird zurückkommen und wir werden irgendwann wirklich eigentlich im alten Maße wieder fliegen, und fliegen wird auch wieder die übliche Wachstumsbranche werden. Daran glauben eigentlich so ziemlich alle, habe ich jetzt gemerkt, und Tim Clark sicherlich ganz zuvorderst. Wer brav unsere Sendungen hört, hat dich vielleicht auch vernommen im Gespräch mit dem Jürgen Thomas, der ja der Vater der A380 ist, in einem anderen Plane Talk Talk zu hören ist und der selbst von sich behauptet hat, dass er wirklich daran geglaubt hat, dass die 380 ein reiner Frachter sein kann. Allerdings müssen da natürlich die Hersteller von diesen ganzen Beladungsmaschinen mitspielen, weil man ja nicht nur an dem Ort, wo man quasi belädt, solche Maschinen braucht, die also ein Stockwerk höher hinaufkommen, sondern auch in allen anderen Airports. Und Tim Clark hat ja da auch eine ganz konkrete Meinung, ob die 380er sich so sehr auch jetzt in dieser Passagier-Cargo-Umbau-Version lohnt. When you do an all-freight operation, it's highly automated. You've got FMCs, you've got lifters, you've got everything else. When you cabin load, you have to have a whole line of men. And they have to manhandle the boxes up the steps and into the cabin. When you're doing lower deck work or even all freighter operations, they slide on the roller beds from the FMC into the roller beds of the cabin. They're slid down the cabin and secured. But this time, you need about 20 or 30 people who are going up and down the stairs, taking the boxes. Then they have to be secured, strapped, or whatever it is. It's quite a big undertaking, and yeah. The turn times have doubled when we've got these passenger aircraft being used as freighters. Das finde ich sehr spannend. Wir hatten gerade in den letzten Tagen hier in Hamburg zweimal einen A380-Frachter, und zwar den heute Ende Dezember endgültig stillgelegten Frachter von Highfly aus Portugal. Der hat nämlich zweimal auf Umläufen aus Seoul und Shanghai nach Hamburg irgendwie 60 Tonnen Corona-Schnelltests hierher gebracht. Und der wurde vermutlich auch so ausgeladen, wie Tim Klaas gerade beschreibt. Und darum kann er mir nochmal erklären, in diesem Fall, was wir gerade eben gehört haben, dass es halt aber auch sehr schwierig ist, das sozusagen operationell umzusetzen. Er sagt, dass sowieso alle Operationen mit Frachtern, die aber eigentlich Passagierflieger waren vorher, natürlich viel länger dauern als normal. Deswegen werden die Umläufe, also auch die Bodenzeiten dieser Frachter, jetzt schon mal doppelt so lang wie bei üblichen Frachtflugzeugen. Deswegen war er sicherlich erstmal dabei, jetzt die 777 auf diese Weise zu nutzen. Aber es ist eine spannende, sozusagen durch die Hintertür jetzt sozusagen dazu zu kommen, die A380 doch noch als Frachter einzusetzen. Aber natürlich ist es nicht die Convenience, die momentan so viele Fluglinien, unter anderem auch TUI seit wenigen Tagen, die jetzt quasi ihre Flugzeuge nur für Fracht einsetzen, sondern dann ist es der Preis. Und da gibt es auch eine wunderbare Geschichte von etwas, was selbst Tim Clark als Cargo erstaunt. It's very interesting. For instance, we've been taking rubber from Thailand to Atlanta. And the reason for that is that I think an automotive, I forget which one it was having tires manufactured in Thailand. But because they shut down the factories for reasons of COVID, they needed the raw rubber for just-in-time inventory purposes. They couldn't send it by sea. And so we're getting some very bizarre requests for bespoke cargo operations. But, you know, we can get about 30, 40 tons in the belly of a 380 fat. But it was highly lucrative because they were paying top dollar for it. So it was worth it for us to fly a 380 all those distances. Die Preise für Cargo sind ja momentan so extrem hoch. Wie würdest du das erklären? Also ich kann berichten, dass generell der Frachtmarkt generell
sich extrem nach oben bewegt hat, die Preise. Ich habe ja auch in Hamburg, ich sitze ja in Hamburg, großer Seehafen. Ich kenne hier das Unternehmen Hapag-Lloyd recht gut, also die großen Containerschiffe über die Weltmeere schippern. Die sagen mir auch, sie sind bis zum Anschlag voll im Moment und kriegen dafür viel höhere Frachtraten als bisher. Und in der Tat, bei Luftfracht ist das Problem, dass normalerweise 60% der Luftfracht im Bauch von Passagiermaschinen befördert werden. Aber da im Moment eben nur ein Bruchteil der üblichen Passagierflüge überhaupt am Himmel unterwegs ist in aller Welt, gibt es die eben kaum. Das heißt, es müssen eben deswegen dann spezielle Frachtflüge aufgelegt werden. Und manchmal, das hat er ja sehr schön beschrieben gerade, mit diesem tollen, wirklich ein bisschen absurden Beispiel, wie sie also offenbar Rohgummiballen aus Thailand in einem Bauch einer A380 40 Tonnen davon nach Atlanta geflogen haben. Das ist wirklich ziemlich verrückt. Allein diese Vorstellung, diese großen Gummiballen, da habe ich das nicht genau beschreiben können, aber auch nicht dabei sagte. Ich habe mir noch extra gefragt, wie sah denn das aus, diese Gummi? Ich hab auch hier im Hamburger Hafen schon mal diese großen, das sind einfach so große schwarze Ballen, die einfach Rohgummi, Kautschuk darstellen. Und da hat anscheinend der Autohersteller in den USA aus Thailand mangels einer dort arbeitenden Fabrik eben dann quasi den Rohstoff selber geordert und lässt dann anscheinend die Reifen in den USA sozusagen nahe am Ort des Autowerkes herstellen. Und das konnte eben Emirates sich dann eine goldene Nase verdienen, indem sie dann eine A380, das kann ja auch in der Form nur die A380 mit diesem riesigen Frachträumen, die war halt wirklich vollgeladen mit 40 Tonnen Gummi, was die A380 nicht an ihre Grenze bringt. Also die kann natürlich viel mehr zuladen. Ich habe jetzt gehört, also die normale A380 auch bei Highfly konnte 68 Tonnen zuladen als Cargo-Flugzeug, also mit Passagierkabine ausgeräumt. Ein Jumbo-Frachter kann über 100 Tonnen zuladen, also da sind schon Unterschiede, aber mal so eben 40 Tonnen Gummiballen, das kann halt nur die A380. Und das hat eben auf diese Weise Emirates sehr geschickt gemacht. Und in dem Fall konnte eben auch die Firma anscheinend keine Schiffsfracht benutzen, weil natürlich sehr viele Unternehmen und Lieferketten heute auf dieses Just-in-Time-Prinzip eingestellt sind, wo die halt gewohnt sind, dass vom anderen Ende der Welt innerhalb weniger Tage oder Stunden exakt die Dinge dann in der Fabrik in den USA sind, wo sie halt gerade dort verarbeitet werden sollen und nicht lange und teuer gelagert werden müssen. Aber all das ist halt jetzt gerade in Frage gestellt durch all die Unwägbarkeiten, die jetzt eben Corona gerade auslöst weltweit. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Und wie sehr die damalige Nachfrage, die 380 und vor allem Tim Clark auch etwas inkonsequent werden hat lassen, das hören wir im dritten Teil. Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain. Heute mit Andreas Speth, der bestens bekannt ist allen Plane Talk Podcast-Zuhörern und Zuschauern. Der Andreas hat ein ganz interessantes Interview gehabt, und zwar mit Tim Clark, einem Menschen, den er schon sehr lange kennt, aber der auch sehr lange sich schon in der Vergangenheit rar gemacht hat. Und plötzlich war er am Telefon und hat mit ihm geplaudert und hat ihm auch Dinge erzählt, die wir von weder John Leahy, dem Chefverkäufer von Airbus, noch von Jürgen Thomas, dem Chefkonstrukteur des A380, gehört hätten. Und zwar zu dem Thema, was war der Fehler der A380 aus der Sicht eines Airline-Besitzers. It was ridiculous that we should accept airplanes that were technically not in good condition for, though they were perfectly safe, but they were giving us all enormous problems. So the engines were an issue, the technical problems were an issue, the design and build, which was gone down in folklore of aircraft manufacturing, you know, the Germans and the French doing completely different thing with the software, but nevertheless, it transcended the difficulties we had in, or that Airbus had in its build quality and everything else, because we knew, and as we always said, as soon as we took that aeroplane in July 08, that 80% of the profits of the company before this melted down was coming from the 380. Andreas, ist das nicht eigentlich das Problem jedes Menschen, der verliebt ist, dass er quasi nicht die negativen Seiten sieht und erst nachher dann sagt, das hätte ich doch nicht tun sollen? Also ich glaube, Tim Clark ist doch rational genug, dass er sich nicht von Begeisterung wegtragen lässt und irgendwie zu nicht nachhaltigen oder wirtschaftlich unsinnigen Dingen verführt wird. So schätze ich ihn absolut nicht ein. Dieses Flugzeug war maßgeschneidert wirklich nur für Emirates im Grunde. Und so wie es angelegt ist in seinem Konzept, war es irgendwie im Nachhinein zumindest auch absolut klar, dass eigentlich nur Emirates damit wirklich auch Geld verdienen konnte, weil sie einfach für die anderen Airlines zu groß war, die A380, und zu schwierig zu füllen.
Also man merkt, da gibt es schon viele Erkenntnisse, die erst im Zusammenspiel der vielen Aussagen der Menschen, die tatsächlich damals auch involviert waren. Andreas, das sei dir erlaubt. Das Ganze findet dann auch seine Offenbarung in einem Buch, das im März erscheint. Welches, wie wird es heißen? Es wird heißen Airbus A380, der letzte Riese. Und das ist gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist nämlich genau, worum es geht. Mir hat Tim Clark gesagt, dass er mein vor kurzem in Schriftform schon erschienenes Interview auf Englisch, auch im Original, mit John Leahy mit großem Interesse gelesen hat, weil er gesagt hat, er hat zwar geahnt, dass John Leahy diese Dinge so sieht, wie er sie sieht. Und auch John Leahy hat geahnt, dass Tim Clark die Dinge so sieht, wie er sie sieht. Aber sie durften darüber miteinander nicht sprechen in der Form. Das fand ich auch sehr faszinierend. Also, dass Tim Clark mich quasi lobt und mit mir spricht über ein Interview, was ich mit seinem, ja, mit seinem Gegenspieler jetzt gemacht habe. Und im Grunde die beiden alten Herren auf derselben Wellenlänge sind und auf derselben Linie liegen, was sie aber erst jetzt durch mich sozusagen erfahren. Das ist faszinierend, fand ich selber auch faszinierend. Und in der Tat ist das auch genau die Idee für das Buch. Wir haben ja auch hier schon im Plain Talk Podcast ja auch schon Jürgen Thomas gehört. Und das war eben auch Teil dieser Recherche und Interviews für das Buch, weil es finde ich eben hochspannend, diese Chance zu haben, jetzt mit gewissem Abstand, wo auch das Schicksal der A380 besiegelt ist und keiner mehr sozusagen künstlich sich zurückhalten muss und die meisten pensioniert sind, außer Tim Clark, dass die eben alle jetzt mal ehrlich von der Leber weg erzählen können, was war da eigentlich los? Okay, eigentlich würde ich jetzt sagen, 3 Exemplare hast du also sicherlich schon verkauft, aber ich glaube, an die Herrschaften schickt man mit einer persönlichen Widmung, oder? Ja, vor allem erstmal die englischsprachige Version rauskommt, die ist auch für den nächsten Sommer geplant, weil natürlich diese Herren mit Jürgen Thomas ausgenommen natürlich kein Deutsch lesen können. Aber deswegen ist eben auch wichtig, die Luftfahrtsprache ist Englisch und ich arbeite und schreibe auch immer in beiden Sprachen, das macht sich ja auch bezahlt. Wobei ich glaube, Sie haben Mitarbeiter, die Ihnen quasi simultan übersetzen können, was in dem Buch drinnen steht, oder? Das stimmt, das war auch bei meinem Überschallbuch so. Ich war super erstaunt, weil ich plötzlich von der Firma Boom Supersonic aus den USA, die ja gerade einen neuen Überschalljet herstellen, eine detaillierte Analyse und detaillierte Vorgaben und Korrekturangaben bekam, zu meinem nur auf Deutsch geschickten Kapitel. Aber die haben sich offenbar einen Fachmann gesucht, der auch Deutsch kann, der es übersetzt hat. Dann lass mich das Thema Fachmann nehmen, und zwar Fachmann für Marketing. Diese Menschen, die Marketeers, die sind eigentlich schuld an der gesamten 380er Misere. Warum? What did the marketeers show you? They showed you boutiques. Yes, exactly. They showed you lounges. They showed you all sorts of things on two levels. And people like me thought, well, I mean, that's really over the top. But if I can work the space and they are prepared, they're offering it to me. And then when the airline community said, well, if you're going to let us do that, then we can customize this according to our brand requirements. And Emirates was one of the first to do that. And because we were the first and we bought so many, of course, they let us do it. Showers, you know, the whole plumbing and engineering of the showers, taking water from two decks below aft, pumping it up to the forward end of the cabin upstairs, heating it and keeping the pressure thing so it comes out of the shower hot and under pressure. I mean, okay, I moved the crew rest from the upper deck aft and stuck it downstairs and put a galley up there so we could service the business class cabin. But at no point did anybody say, you can't do this. Jetzt muss man dazu sagen, dieses Bild mit dem Andreas in der Dusche habe ich mit Genehmigung auch erhalten. Also nicht, dass jetzt ein Duschmodell an dir verloren gegangen wäre, aber du warst einer der Ersten, der wirklich in diesem technischen Meisterwerk, wie es Tim Clark gerade bezeichnet hat, eine Dusche genommen hat. Während des Fluges oder stehend am, ich weiß es nicht, am Apron bei der ILA schon? Also jetzt muss ich ja wirklich meine 5 Werbesekunden haben. Es gab bis dahin nämlich nur VIP-Flugzeuge, Privatjets oder auch Regierungsflugzeuge, wo es Duschen gab. Die wurde sogar mal hier bei Lufthansa Technik erfunden für Helmut Kohl damals. Hieß die Kohl-Dusche, das war so eine Art Telefonzelle als Duschkabine. Und ich war in der Tat auf diesem ersten Auslieferungsflug von Hamburg-Finkenwerder, dem Airbus-Werk, nach Dubai im Juli 2008. Und da waren eben auch Tim Clark und Sheikh Ahmed dabei. Und ich habe mit Tim Clark verabredet an Bord, dass ich der Erste sein darf, der diese Dusche jemals benutzt. Weil die hatte auch noch nie zuvor damals jemand im Fluge benutzt. Und ich hatte ein Fernsehteam dabei, was mich dabei gefilmt hat. Aber ich hatte auf dem Bestehen meiner damaligen Frau zu verdanken eine Badehose an. Und das Erstaunliche war auch, man hat sich eigentlich wie im Hotel oder auf dem Schiff in der Dusche gefühlt, weil du ja gar nicht merkst eigentlich, dass du im Flugzeug bist. Allerdings gab es einmal eine kurze Turbulenz, wo ich in den Knien gefedert habe.
Und dann dachte ich, Mensch, ich bin ja gerade im Flugzeug, ich bin irgendwie in 12.000 Meter Höhe über dem Mittelmeer, habe ich ganz vergessen, aber das ist wirklich verrückt. Gilt quasi das Anschnallzeichen dann auch für einen First-Class-Passagier, der da gerade beim Duschen ist, muss der dann quasi sich mit dem Handtuch dann schnell wieder hinsetzen und festschnallen? Also ich habe in der Tat gelesen, dass manche Leute, da hast du natürlich eine Anzeige auch von wegen, also bitte ja, anschnallen, die siehst du da auch. Natürlich gibt es da, glaube ich, keine Anschnallgurte, es gibt eben eine Sitzbank und auch Haltegriffe. Und ich habe auch schon gelesen von Leuten, die dann eben ihren Duschvorhang unterbrochen haben, wenn die Turbulenzen doch beträchtlich wurden und sich dann aber kurz im Handtuch gehüllt auf die Bank gesetzt haben. Das kann schon sein. Allerdings in dem Moment, wenn du da duscht, hast du ganz andere Dinge im Sinn, weil nämlich du hast ja eine Art Uhr, eine Armatur, die zeigt dir an, wie viel Wasser noch da ist. Ah. Weil du hast, jeder Passagier darf nur 5 Minuten Wasser benutzen und pro Minute gibt es 5 Liter. So hat Tim Clark dieses System entwickelt und programmiert. Das ist eine Software, die dafür sorgt, dass du eben nur 5 Liter in der Minute benutzen kannst. Und es war dann so, dass sie bald rausgefunden haben, nach wenigen Jahren, dass die Leute viel weniger Wasser brauchen, als man dachte. Und die meisten wirklich mit 2 bis 3 Minuten völlig auskommen, weil eben doch anscheinend Männer die Mehrzahl derer sind, die sich da die Haare waschen und duschen. Und die haben eben meist nicht so üppige Haarpracht wie Frauen. Und so hat man im Endeffekt dann doch, um Gewicht zu sparen, auch eben die Performance der Maschine zu erhöhen, die Reichweite, hat man dann eben doch nur weniger Wasser getankt, um sozusagen dann nur weniger Duschwasser auszugeben, weil es hat völlig ausgereicht. Wahnsinn, das kann man mit Sicherheit alles in deinem Buch lesen, nehme ich mal an. Also ja. das sind wirklich Fun Facts, die ich zumindest noch nirgendwo gehört habe. Eine sehr schöne Sache. Und ich würde sagen, zum Schluss haben wir uns den größten Fun aufgehoben, denn Tim Clark macht den Vergleich. Was wäre denn, wenn man jetzt die ersten Jahre der A380 mit einem ganz normalen Autokauf vergleichen würde? Und was ist dabei rausgekommen? I mean, you get a brand new car. A Mercedes, and Mercedes say to you, look, we've got a few problems with it. Your engine has got to come back every month for checking. We're going to have to take this, and we're going to actually modify the engine over the next 3 to 5 years to upgrade it, because although it's not doing what you need to do now and what you think it's going to do, it will be in 5 years' time perfectly okay. Well, the first thing you'll be doing to the Mercedes dealer is, give my money back. I don't want it. You deliver an aircraft to us that is to its contracted spec and its performance both in airframe and engine, and we're very happy. If you don't do that, then unlike in the past, we are not prepared to take the aircraft and be told, we'll fix it later. That ain't going to happen. You deliver to spec or don't deliver it at all. Gib uns eine Zusammenfassung, Andreas. Was sind Lesson Learned, was uns Tim Clark da gerade gesagt hat? Und was vor allem, wie wird es quasi die Verkäufe oder die Branche der Flugzeughersteller möglicherweise auch verändern? Diese Antwort war sehr spannend. Die große aktuelle Frage jetzt gerade lautet, was ist mit der Boeing 777X, sprich der 777-9, weil nämlich Emirates ist da der größte Kunde. Der erste wird wohl Lufthansa sein, der sie bekommen sollte, aber zumindest Emirates ist bei weitem der größte Kunde für die neue 777, die längste Version, eben die -9. Und da habe ich eben auch gefragt, wie ist denn da eigentlich der Stand und wie geht es damit jetzt um, dass eben diese Maschine auch schon wieder inzwischen um 2 Jahre verspätet ist. Was man im Moment ehrlicherweise sagen muss, ist für alle ein Segen, dass sie zu spät kommt, weil es braucht es halt im Moment gerade absolut niemand. Es braucht niemand im Moment ein neues Großraumflugzeug auf dem Markt. Aber er hat eben ganz klar gemacht, dass sie aus der A380 quasi gelernt haben, dass sie eben nicht mehr akzeptieren, wie das bei der A380 noch der Fall war. Nehmt erstmal das Flugzeug und wir werden daran arbeiten und auch gerade an den Motoren noch arbeiten und dann werden die in ein paar Jahren das bieten, was wir eigentlich schon jetzt versprochen hatten. Das war dieses Mercedes-Beispiel, was er da gerade nannte. Das kann natürlich kein Autokäufer akzeptieren, aber das kann eben auch nur begrenzt ein Flugzeugkäufer akzeptieren. Und er hat ja dann schon vor einigen Jahren ein sehr einschneidendes Exempel mit Airbus statuiert und hat ja kurzerhand einen Vertrag auf einmal wirklich gekündigt nach diversen vorherigen Drohungen und hat also die Abnahme von 70 Airbus A350 gecancelt, also den Vertrag gestorniert. Und hat dann aber erst viel später, als es dann völlig neu entwickelt war, hat er sozusagen dann doch noch welche bestellt. Aber er hat gesagt, ja, das war so stark jenseits dessen, was uns Airbus vorher versprochen hat, vor allem vom Gewicht, das konnten wir nicht nehmen. Und jetzt war für ihn eben ganz klar auch an Boeing der Zeigefinger hier gerichtet, gesagt, der also auch quasi Boeing gewarnt hat, hat gesagt, wir wollen jetzt,
haben wir uns schon ganz fest entschieden, wir nehmen die Boeing 777-9, nehmen wir nur ab, wenn sie genau das erfüllt, was wir auch schriftlich garantiert bekommen haben. Und wenn sie es jetzt nicht erfüllt, dann sollen sie sich die Auslieferung gleich ganz sparen und so lange dann weiterarbeiten, bis sie eben diese Garantien auch erfüllt. Und das ist wirklich auch, glaube ich, ganz klar eine über längere Zeit angewachsene Ärger bei ihm speziell, aber auch bei allen Airlines, dass es einfach nicht mehr üblich ist heutzutage, dass Hersteller Flugzeuge pünktlich liefern und auch mit den spezifizierten und vertraglich garantierten Leistungsgarantien. Das heißt es aber konkret, wo waren diese Zusagen und quasi dann die tatsächlichen Lieferungen, wo sind die so weit auseinandergegangen, dass sie ihm nicht gefallen haben, zum Beispiel auch beim 350er? Bei der A380 war in der Tat das Gewicht ein Riesenproblem, die war anscheinend am Anfang irgendwie bis zu 6 Tonnen zu schwer und das bedeutet eine Menge. Sie konnten etwa die ersten Jahre nicht, was sie vorhatten mit der A380, wie sie damals war, von Dubai an die US-Westküste, etwa Los Angeles fliegen. Das ging nicht. Der Grund für die A350 war in der Tat, dass das Flugzeug viele Tonnen zu schwer war. Und auch da Airbus damals, Emirates, sagt, ja, nehmen Sie doch erstmal und dann gucken wir mal. Und da hat er gesagt, nein, so machen wir das nicht. Wir nehmen nur das, was wir bestellt haben. Und jetzt war es halt eine Warnung an Boeing, dass sie sich gar nicht erst einbilden sollten. Sie könnten den 777-9 an Emirates liefern, wenn sie eben nicht dem entspricht, was garantiert ist. Und das wird auch da wieder primär sich auf das Gewicht der Maschinen beziehen. Das heißt also, was wir heute gelernt haben, ist, selbst die Großen der Flugbranche machen keine oder weniger Kompromisse, als sie früher noch gemacht haben. Aber natürlich hilft uns da unsere aktuelle Zeit, wo Flugzeuge natürlich auch viel weniger gebraucht werden und momentan zu viel davon da sind. Also das heißt, weniger oder keine Kompromisse. Andreas, du machst auch keine Kompromisse und bist jetzt nur noch wenige Tage zu Hause und dann schon wieder auf den Sprung in dein Winterdomizil. Wo bist du normalerweise immer im Winter? Ich bin immer normalerweise zu Jahresbeginn in Kapstadt in Südafrika, 3 Monate. Das plane ich auch jetzt wieder und Stand heute müsste es auch klappen. Aber man weiß natürlich in Corona-Zeiten nie, was wieder an neuen Bestimmungen irgendwo plötzlich eingeführt wird. Aber du bist ja letztes Jahr quasi mit der letzten Maschine noch rausgekommen, bevor ja der gesamte Luftraum geschlossen wurde. Hast du nicht ein bisschen Angst, dass das dir noch einmal hier passieren könnte? Das kann eben sein, und das Trauma habe ich jetzt so ein bisschen, dass im Extremfalle ich wieder irgendwie flüchten müsste. Aber drück mir bitte mal die Daumen, dass das nicht nötig sein wird. Andreas, du hast hier bei mir jemanden, hat man ja schon gesehen, der genau weiß, wie man quasi an einem Remote-Platz auch so viel Internet bekommt und so viel Licht und so viel Kameras, dass man von dort auch performen kann und Bücher schreiben, glaube ich, kann man überall, oder? Schreiben sich die nicht sogar in Südafrika besser? Also ich hoffe, dass wir auch auf Südafrika dann, wenn ich da sein sollte, so sprechen können wie hier. Das habe ich ja mit dir vieles gelernt und das ist ja das Gute an unserem Job, dass man im Grunde eigentlich, sobald man die Technik im Griff hat, eben auch von überall alles machen kann. Und das können wir gerne auf Südafrika auch machen. Und ich hoffe, da habe ich dann mehr Sonne im Gesicht als hier nur Lampen. Okay, das heißt also, dein Buch reift nicht beim Customer, so wie wir jetzt gerade gehört haben bei der 380er, sondern dein Buch reift in Südafrika. Das ist die Idee, genau. Alles Gute, herzlichen Dank für unseren heutigen Talk, wieder eine Menge dazugelernt und Dankeschön für diese wunderbaren Einblicke. Hat mir auch Spaß gemacht, vielen Dank. Andreas, alles Gute in Südafrika. Danke. Halt, wir sind noch nicht fertig, heute noch 2, 3 Worte in eigener Sache. Vorweg aber zu unserem heutigen Gespräch. Falls Ihnen die ein oder anderen Antworten abgehen sollten, das ist absichtlich so gewählt, denn das gesamte Interview gibt es zum Genuss und in aller Länge bei aero.de zum Nachlesen. Und falls Sie sich gedacht haben, naja, also das sieht heute ein bisschen nach Promotion aus, sei Ihnen gesagt, von Emirates haben wir wie von allen anderen keine finanziellen Zuwendungen. Also wir können nur momentan natürlich nicht oder ganz wenig fliegen und deswegen müssen wir uns auch am Promotion-Material von den anderen gezeigten und zitierten Firmen auch hier bedienen. So, und 2, 3 Worte in eigener Sache. Wir haben ja bisher noch nie Zeit dazu gehabt und wenn Sie jetzt schon mit dabei sind, will ich Ihnen zumindest ein bisschen Mut zusprechen, denn einen roten Faden gibt es durch alle unsere Gespräche und dieser rote Faden sagt, wir kommen wieder ins Flugzeug, wir können auch wieder normal und gesund fliegen. Die Frage ist nur die Zeit und bis dahin wird es auch weiterhin zumindest von unserer Seite ein paar Versuche geben, Ihnen die Zeit zu verkürzen, indem Sie vielleicht die ein oder anderen Dinge erfahren, die Sie vielleicht so noch nicht gehört haben. Und ich nehme mich da überhaupt nicht davon aus. Sie merken ja selbst, ich bin selbst sehr neugierig, bei diesen Menschen etwas dazu zu erfahren. Und einen Menschen, den will ich Ihnen jetzt schon ankündigen, denn der ist OBC.
Sie wissen auch nicht, was OBC ist. Onboard-Kurier. Das sind Menschen, die gegen Honorar mit einer Schraubenkiste oder mit Dokumenten sich ins Flugzeug setzen, damit es so schnell wie möglich am Zielort ankommt. Und so einen OBC haben wir in Kürze hier bei uns. Und ich sage Ihnen, der kennt sich mit Fliegen und mit Übergepäck aus. Das ist gigantisch. Weitere Gäste werden sein natürlich Piloten und Menschen, die Sie aus unseren Pilots-ITV-Folgen kennen. Die werden wir hier auch bei uns begrüßen und natürlich auch Fluglotsen, die man in den Filmen gesehen hat. Also Themen und Gäste gehen uns auf keinen Fall aus. Eines möchte ich gerne an dieser Stelle an Sie richten. Falls Ihnen unsere Programme gefallen, dann sage ich Dankeschön, wenn Sie uns auch weiterempfehlen. Das heißt, über Ihre eigenen Kanäle oder vielleicht in Gruppen, wo Sie sich eingeschrieben haben, das würde uns ganz besonders freuen, denn es geht darum, quasi so viele Menschen wie nur möglich anzusprechen. Das ist unsere Möglichkeit, hier auch ein bisschen den Kreis, den Wirkungskreis etwas zu erweitern. Und Sie können sich auch selbst dabei einbringen. Aber wenn Sie uns unterstützen wollen, sage ich noch vorher, am meisten würde uns natürlich freuen, wenn Sie sich einen unserer Filme kaufen, denn dann kommt das Geld auch wirklich bei den richtigen Leuten an, bei dem Team, die diese Plane Talk-Folgen auch zusammenbauen. So, und jetzt aber zu dem Thema, wenn Sie also quasi so günstig wie möglich an eine Pilots-ITV-TV-Folge kommen wollen, dann sei Ihnen empfohlen, schreiben Sie uns oder senden Sie uns Ihre Frage an unsere nächsten Gäste. Schauen Sie mal, auf diesen Seiten, da kündigen wir die Gäste, die schon zugesagt haben, aber noch nicht aufgenommen sind, an. Und Sie haben die Möglichkeit, Ihre Frage persönlich hier einzugeben, aber, und das ist das Besondere daran, auch möglicherweise Ihre Frage aufzunehmen. Das heißt, einfach ins Handy hineinsprechen, gibt ja überall die Software, mit der man quasi ganz normale Sprache, Notizfunktion nennt sich das, normale Sprache aufnehmen kann und dann einfach uns das Audio-File schicken. Oder wenn Sie ein Videospezialist sind, dann einfach aufnehmen, als Selfie ins Handy reinsprechen und wenn es sendbar ist, dann sehen Sie Ihre eigene Frage mit Ihrem Video in der nächsten Sendung zu dem betreffenden Gast. Das Besondere dabei, alle, die es in die Sendung schaffen, bekommen einen kostenlosen Voucher und zwar einen kostenlosen Pilots ITV-Film anzuschauen bei unserer Video-on-Demand-Videothek. So, das war es jetzt in eigener Sache. Ich würde Ihnen fürs neue Jahr nicht nur alles Gute wünschen, sondern Sie jetzt einladen, mit mir ein Glas Sekt zu trinken. Habe ich bei Emirates mitgenommen. In der Lounge. Ja, so ist das mit diesen wunderbaren Videos, die man von den Firmen auch bekommt. In diesem Sinne, lassen Sie es gut schmecken, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen, kritisieren Sie uns weiterhin, geben Sie uns die Chance, besser zu werden und schauen Sie auch nächstes Jahr wieder mit rein. Bis zur nächsten Episode. Vielen Dank. Ihr Thomas Aigner. Wiederschauen. Engine One out. Plane Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk. Checklist completed.